Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mathe Magic 2. Wir wollen heute mal, wie ist eigentlich unsere Lage, was unsere Food-Situation, okay, haben wir noch genug. Warum haben die mehr, achso, weil ihr tot wart bei dem einen Rasten, ne? Ja, okay. Wir wollen jetzt mal ins Dungeon gucken. Yes. Okay, hier ist dunkel. Haben wir Zauber? Light. Ja. Hey, sehr richtig. Dann schick ich aus. Danger, beware. Okay. Haben wir Levitate? Ja, haben wir. Gut. Dann nehmen wir doch diesen Hinweis einfach mal auf. The Moon Phase of Kron lasts 60 days. Okay. Middlegate Dungeon. Was ist das, ein Dungeon Caves? Ist ja egal. Dungeon, was steht hier? The Moon Phase of Kron lasts 60 days. Moon Phase of Kron lasts 60 days. Das heißt, ein Monat ist 60 Tage lang. Habe ich richtig verstanden, ne? Moon Phase, oh, wahrscheinlich. Oder, ne, Mondphase? Ist das ein Monat? Ach, was weiß ich. Irgendwas ist 60 Tage lang. Okay. Schau mal. Mhm, alle vor uns dran. Autsch, 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 autsch. VC. Können wir versuchen, ob Sleep funktioniert? Ich vermute mal nicht. Okay, ne, offensichtlich nicht. Acid Spray. Autsch! Uns mal lieber unsichtbar, würde ich sagen. Du machst noch mal Acid Spray. Oh, 57 Punkte. Okay. Es variiert offensichtlich auch nicht zwischen... Also es wird nicht für jeden Einzelnen dann gewürfelt. Es wird nur einmal gewürfelt, vermute ich, wie viel Schaden es ist. Und der gilt dann für alle. Okay. Was suchen wir? Wir suchen irgendwas, ne? Haben wir schon vergessen, was wir suchen. Aber wird dann...
Squire. Okay. Okay. Unsichtbar, du machst mal Heilung auf Tiamat. Energy Blast. Wir haben jetzt Power Cure, das müsste ja sogar besser funktionieren. Ja, macht dich voll. Ja, hätten wir wahrscheinlich gar nicht mal gebraucht. Okay. Na komm, und stirb. Trap. Okay. Maul plus 2 Doves Blood. Okay. Okay. Oh, gucken. Doves Blood. Laut Item ist Cure Disease, gar nicht schlecht. Und Maul ist, nehme ich an, einfach eine bessere Waffe. Nee, ist nicht. Ist eine ziemlich schlechte Waffe, okay. Ah, ich meine, ist plus 2. Das dürfen wir nicht vergessen. Na, behalten wir erstmal. Okay. Hier irgendwie rein. Oh ja, können wir. Mutant Swine. Okay, und Ninjas, okay. Unsichtbar bitte. Ja, machen wir Power Cure auf Miss Parker. Autsch, Autsch. Okay, Ninja gebackstep, das hat eine gewisse Gerechtigkeit. Wir müssen mal sehen, dass wir irgendwie mal einen Mars-Zauber für Mars-Dings, also Area of Effect-Zauber für unseren Magier lernen, weil das ist so ein bisschen schlecht, dass wir das nicht haben. So ist unser Cleric, unser Magier. Also, ne?
Oh, nice. Also Backstep ist nice, wenn es funktioniert. Glaube, wir könnten auch so langsam mal rasten. Find Trap. Okay. Shockflail. Ich nehme an, die macht Shock Resistance oder Shock Damage. Okay. Auch nicht unbedingt was für. Oh, das ist auch plus 2. Also ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen hier mal raus. Sind noch nicht allzu viel. Wir sollten mal rasten. Wir sollten rasten. Okay, das hat funktioniert. Dann zauberst du Light. Achso, jetzt haben wir natürlich. Ha, jetzt haben wir natürlich unsere Minimap nicht mehr. Problem. Okay, also brauchen wir auch den Zauber. Eagle Eye, Wizard's Eye, wie auch immer er hieß. Mal erstmal Levitate. Na gut, dann müssen wir das halt oldschool machen. Weil das funktioniert ja weiterhin. Also mal Escape drücken, das ist auch lästig. Okay. Ah, Geheimtür. Minivax und Mutant Swine, okay. Acid Spray. Ouch. Okay, das müssen wir jetzt tanken. Ja, ist auch besser, dass wir. Also da muss man einiges an Level grinden, wenn man neu anfängt, bis man hier runter kann, weil das ist ja. Ich meine, gut, die Monster werden wahrscheinlich auch scalen ein bisschen mit Level, aber das ist so ganz einfach nicht. Also für eine neue Party. Okay. Wenn du eine Deadly Rattler, okay. Thank you.
meine, wir könnten natürlich erstmal, wir haben ja Zugang zur nächsten Stadt durch das Portal. Wir könnten ja einfach in die nächste Stadt gehen, gucken, ob wir da den Zauber finden, den ich suche. Oder die Zauber, weil also in erster Linie ja irgendwas, diese Minimap hätte ich ganz gern und auf jeden Fall irgendeine Form von Area of Effect für unseren Magier. Also. Okay. Dancing Dead. Okay. Killerkadaver. Unsichtbar. Turn undead. Punkte. Okay. Blast, Power Cure, Heilung für Grace. Die sind aber, das sind übrigens keine Arachnoids mehr im Bildspiel. Das könntest du mal ändern, aber das wird offensichtlich nicht geupdatet. Aber wir wollen aber nicht zu viel verlangen. Es ist ja noch ein großer Fortschritt gegenüber dem, was war. Nee. Normale Heilung auf Rusalka. Das war gut, schöner Backstep. Okay. Find Trap. Okay. So, waren wir denn noch nicht? Hier waren wir schon. Sewered Fool und Snake und acht, oh Gott, eine ganze Menge Kobolde, okay. Unsichtbarkeit, Acid Spray. Okay, das ist wohl
Wir kriegen sie klein. Das können wir jetzt, glaube ich, so machen. Ja. Bullwhip, das passt gut zu deinem Leathersuit. Wer hat den Leathersuit? Den hat Grace an, ne? Dann geben wir dir gleich die Bullwhip. Würde ich mal sagen. Soll ja schon auch irgendwie. Wohl auch das wird besser zu Miss Parker passen. Aber ich bezweifle, dass das eine sinnvolle Waffe ist. Aber so ist es ja häufig in Fantasy-Rollenspielen, dass Ausrüstungsgegenstände für weibliche Charaktere nicht immer die größte Praktikabilität besitzen. Ja, Small Club brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay. Das Small Club. Ich meine, Club ist schlecht genug, schlimm genug. Das ist auch noch ein Small Club. Also, okay, also Moment, hier haben wir noch nicht. Okay, können wir hier irgendwie rein. Ja, können wir. Und hier haben wir. After another. 2, 1, 3, 4. Green Interly. Ah, du Junge. Das ist bestimmt wichtig. Okay. Noch eine Tür haben wir erstmal. Kobold. HQ nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Keep out. Okay, machen wir erstmal. Giant Ogre. Das klingt nicht gut. Es klingt überhaupt nicht gut. Probieren wir es. Backstab wäre super. Nicht? Okay. Unsichtbar, bitte. Was haben wir denn noch? Wir könnten Pain machen. Immobilize. 5 Monsters. Probieren wir mal. Not affected. Ja, Kobolde immerhin. Naja, warum nicht? Ach du liebe Güte. Okay, ja, ja, das. Eieiei. Okay, hat sich auch überhaupt nicht gestört, dass wir unsichtbar waren. Okay, einer ist tot. Gut. Ich fürchte, du wirst jetzt mal heilen müssen. Kannst du heilen? Ich glaube, du kannst heilen. Tiamat. Energy Blast. Und du machst auch Power Cure auf Sinn. Come on. Okay. Das müssten wir jetzt eigentlich hinkriegen.
Naginata plus 3 und ein Witch Boom, okay. Naginata wird ja wahrscheinlich eine zweihändige Waffe sein, aber das ist uns ja egal, weil ich ja bisher weiterhin vergessen habe, Schilde zu kaufen. Naginata ist für Knights und Ninjas. Okay, cool. Warum nicht? Also denke mal, ist das besser als dein Broadsword. Ja, also ich würde sagen, den Small Club, den schmeißen wir mal weg. Die Bullwhip geben wir Grace. Dann removen wir das Broadsword und equippen Naginata plus 3. Schockflame plus 2. Könnte eventuell für Sinn sein, das Broadsword. Gucken wir mal kurz. Broadsword. Wäre auch was für Sinn. Ich glaube, Shock Flavor als plus 2 ist besser, weil das ist ja garantiert, das ist ja Bonus, so wie ich das verstehe. Also eine Waffe macht, also eine, weiß ich nicht, irgendwas plus 2 macht 1W6 beispielsweise plus 2 dann Schaden und nicht 1W8, wie es ja auch in manchen Spielen schon war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier 1W, also wenn die Waffe 1W6 macht und das ist eine plus 2 Waffe, dann macht sie 1W6 plus 2. Also so wie sich das gehört, so wie es nach AD&D-Regel noch sein, zu sein hat. deswegen würde ich sagen, geben wir die Shockflail Sinn. Und das Broadsword können wir vielleicht Rosalka geben. Witch Boom. Ja, nochmal nachgucken. Ich meine, ich kann es auch identifizieren, aber ich weiß, das ist Cheating. Das sollte man eigentlich identifizieren. Und ich meine, das Spiel bietet es ja auch an. Also ich werde mich auch in dem Nachwort auf jeden Fall nicht darüber beklagen, dass man sowas nicht erfahren kann im Spiel. Das ist ja vorgesehen. Trotzdem ist es, wenn man eine Itemlist vorliegen hat, dann doch einfach angenehmer nachzugucken. Meine spart ein bisschen Geld. Und es spart vor allem die Wege, dann immer wieder rauszulaufen. Und dann würde man sich das halt aufschreiben, was die Sachen machen. Und ne? Und so denken wir uns einfach, dass wir die Itemliste schon einmal erstellt haben. Oh, der macht Fly. Das ist sehr praktisch. Das ist Witchboom, natürlich. Ja, logisch. Und das ist genau das Richtige für die Halluzinelle. Deswegen geben wir der das auch gleich mal. Da freut sie sich. Die Halluzinelle mit einem Besen besser nicht vorstellen wollen. Okay, du bist ausgerüstet, du Pike plus 2, Quetzing plus Shockflail, Remove, Scimitar, Equip, Shockflail. Erhöht das auch deine Accuracy? Nein, also es ist nicht wie ein AD&D, sondern es macht wirklich nur Schaden mehr. Aber immerhin, das ist ja besser als nix, besser als nix. Es könnte natürlich sein, dass es auch die, wenn Shockflail, weiß ich nicht, plus sowieso Resistance macht, dass die plus 2 da auch noch drauf gehen. Das kann auch sein. Das müsste ich nochmal versuchen zu verifizieren irgendwie.
Wäre zumindest eine ganz interessante Information. Okay. Gut. Und mehr Informationen. Seek Earth Encasement. Okay. Seek Earth Encasement. Okay. At 14.1 in the proper plane, do walk about first. Okay. In the proper plane, wahrscheinlich die Earth plane, do walk about. First, okay. Na gut. Besser aufteilen. Gate. Dungeon. Fortsetzung. Lloyd of Lloyd's Beacon Fame was... Ah, Lloyd's Beacon. Oh, großartig. Ja, den Zauber gibt's, glaube ich, jetzt in... Ja gut, ich meine, so wird er schon suggeriert. Gibt's in diesem Spiel. Ah, so großartig. Also Lloyd of Lloyd's Beacon Fame was last seen in Coax Cave. At 7.11 ist die Frage, im Cave at 7.11 oder ist das Cave at 7.11? Na gut, das noch mal rauskriegen. Okay, wichtige Information, vorsichtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier waren wir jetzt schon, wenn ich das richtig überblicke, ja. Okay. Cat Corpses. Deadly Rattler. Ja, drauf da. Energy Blast, die Necrozat ist tot. Die dürften ja undead sein, richtig? Also die Zombies auf jeden Fall und die Cat Corps ist auch. Okay, scheiß Sleep Spell. Okay. Wow, er macht aber ganz schön viele, mein lieber Mann. Ganz schön viel Schaden. Okay.
Quatsch. Small Club, Casual, Great Bow. Okay, da kann man alles wegschmeißen. Oh, den Great Bow vielleicht nicht. Der taugt vielleicht was. Der ist vielleicht sogar besser als ein Crossbow plus 1. Trade 4 with 5C. Remove 1, equip D. Okay, plus 1 ist ein... Ja, gucken wir mal. Achten wir mal drauf, wie viel Schaden wir machen. So. Okay, Menge Goblins. Und mit einer Menge meine ich nicht allzu viele. Finde ich auch schön, wie er so Thumbs Up gibt uns. Fürs Totschlagen. Ja, drauf. Du mach mal Heilung für Sinn. Okay, es werden immer mehr. Den wir vor der Tür werden nochmal kämpfen müssen. Attack. Auf den Ork. Du mach uns mal unsichtbar. Acid Spray auf die Orks. Sin, bist du tot? Du bist Condition good? Okay, bist nur bewusstlos offensichtlich. Ja. Okay, ich nehme an, hier gibt es nochmal einen Kampf. Nein, Goblin Lair. Okay, Moment, waren nicht die Goblins, hatten die nicht das Ding geklaut, das wir suchen sollen? Gucken wir mal. Guten Tag. Achso. Guten Tag. Jetzt ist natürlich die Überraschung ein bisschen weg. Aber okay. Das fünfmal Goblins. Das scheint zu machen zu sein.
Hero Medal, okay. Gucken wir gleich mal nach. Oh, nice. Personality plus 4. Ne? Okay, wo ist der Unterschied zwischen einem Helm und einem Einhelm? Also ein Helm macht Rüstungsklasse 2. Ein Einhelm macht Rüstungsklasse 2. Ah, und Sleep Resistance. Okay, also wer hat denn Move 1, Trade 4, 2, F, Trade 4 with 4 Hero Medal. Equip Hero Medal. Yep, Personality 14. 24, sehr schön. So, und du equipst den Einhelm. Okay. You have found a valuable gold goblet. Sehen wir das irgendwo? Ja, sehen wir hier. Okay, ich nehme mal an, das ist das, weswegen wir hergekommen sind. Deswegen würde ich sagen, bringen wir es da auch gleich zurück. Warum denn nicht? Wo war der Kollege? Der war also erstmal. So. Da war. Gott, wo war der denn? Nee. Ich weiß, wo du warst. Was hier, richtig? Ah, you found a goblet. A goblet, okay. For your bravery, I grant you 2000. Okay. Experience the spell eagle. Oh, danke. And if you search, 1000 gold. Okay. Now, visit my sister Nordonna. She lives nearby and could provide valuable information. Okay. 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 So, du kannst jetzt Eagle Eye. Das ist Wizard Eye. Ist das kein. Nee. Okay. Outdoor Areas. Okay. Eagle Eye. View of the outdoor terrain appears on the screen. Mhm. Und ich nehme an, Wizard's Eye ist dann auf your party's location in any indoor maze. Gilt eine Stadt als indoor? Ich meine, wir können den Himmel sehen, also eigentlich nicht. Also ist das wahrscheinlich. So, okay, dann können wir es jetzt mal ausprobieren. Das Dings ist vorbei, also cast. Okay, das gilt als Indoor. Okay. Also war das, was da stand, wohl richtig. Ist nur ein bisschen seltsam, dass wir hier die Sterne sehen können. Ich vermute mal, dass da Sterne sind. Und das nicht als Outdoor. Aber gut, Outdoor, wir sind Indoors, weil die Stadt. Logik. Ich meine, das. Was ist denn das, wenn nicht Outdoor? Aber gut, okay. Ist Indoor. Bitte sehr. Not on our moons. Okay.
My kidnapped sons are held captive by the cruel kobolds in the cave under this town. You've braved this treacherous place for my brother. Now rescue Drog and Sir Hyron, and I will reward you well. Okay. Yeah, ja. Wir sagen es mal beim nächsten Mal. Die können ein bisschen warten, die gehören. Ja, da würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, ob wir die sind da bestimmt in dem HQ der Kobolds, ne? Oder waren es Goblins? Was immer. Da gucken wir beim nächsten Mal hin. Wir müssen sowieso noch ein bisschen mehr von den vom Cave, Caverns, Dungeon, was auch immer da zu Ende erkunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Might Magic 2. Bis dahin. Tschüss.